Eins, aufgepasst, hier kommt Cliffhanger. Aber bevor wir zu einem Film kommen, möchte ich noch was sagen. Ihr habt heute Morgen Clip gedreht, das hätte man eigentlich in kurzen Worten sagen können und nicht jetzt so viel Aufhang und so viel Drum. Ich hätte einfach sagen können, ich war in Köln, bin dort zu viel getrunken. Und das Einzige, was da passiert ist, dass ich mich übergeben müssen habe. Und das andere, was behauptet wird, stimmt nicht. Da hätte man eigentlich schon alles in kurzen Worten gesagt. Ja, und da habe ich mir eigentlich so überlegt, ich überlege immer oft, ist der Clip gut oder ist der schlecht und so weiter. Ja. Ist ja oft so, du findest den Clip super, bist ja voll überzeugt, sonst hättest du gar nicht gemacht. Ja. Ladest hoch, hörst du das an, findest du gut, lässt online. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, du hast jemand anderes vorgeschmissen, als du ja selber im Endeffekt jetzt auch gemacht hast. Du hast ja gelogen, du hast ja gesagt, du hörst jetzt damit auf. Gut, das hat mir jetzt ein bisschen an der Ehre gekränkt, dass da wieder die Lüge so weit verbreitet wird und das da ein bisschen fortgeführt war, aber nichtsdestotrotz, ich hätte einfach, wie schon gesagt, wenn ich mir das vornehme, nehme ich darauf zu reagieren und nichts mehr drauf zu machen als das normale Programm, was man gut und was echt gut oder was ihr selber wollt, ja, dann dann mache ich das auch so. Hätte ich so machen sollen, habe ich halt einen kleinen Rückschmiss gekriegt, war nicht in Ordnung. Dann habe ich mich auch selber belogen. Ja. Und also lass den Clip mal online, vielleicht tun auch mal demnächst raus, morgen, heute, was auch immer. Und lass online, auf jeden Fall habe ich mich da selber belogen und euch, und das war nicht in Ordnung. Nur weil ich an der Ehre kriegt, war gut. Ihr habt in dem Moment Empfindlichkeit, die muss man verteidigen. Aber hier haben wir selbst reflektiert, dass das nicht in Ordnung war. Wenn ich sage, ich reagiere nicht auf das, was die andere macht, ist der bessere Weg, dann hätte ich es auch so machen sollen. Ja. Das ist mir so ein paar Stunden später eingefallen. Die Kritik zu einem anderen ist trotzdem berechtigt, wenn der sagt, ich nenne jetzt keinen Namen, ich mache nur Gamings. Und ich mache keine Meinungsflug, weil das halt, da hat der andere gesagt, das ist zu kindergartenmäßig und auf einmal möchte nur Meinungsflugs, ist nicht in Ordnung. Aber ist bei mir auch nicht in Ordnung, weil wenn ich verspreche, ich mache nur das Übliche weiter und reagiere nicht mehr auf andere, mache keine Meinungsflugs mehr, dann sollte ich mich aber auch selber dran halten, wenn ich schon andere vorschmeiße. Ja. Aber ich habe mich da selbst reflektiert. Aber der andere hätte sich auch selbst reflektieren können und sagen, ja gut, dann mach halt nur Gamings, weil mit dem Meinungsflug kommst du eigentlich nicht weiter, wenn der andere Karriere machen will mit seinem Management. Blatter Fund, der hat auf niemand negativ oder irgendwie in der Richtung reagiert, sondern hat sich das Zeug durchgezogen. Das machen wir jetzt auch. Geschwind so kurze Erklärung, das war es jetzt mit dem Thema. Tür zugeschlossen, Schloss zu und passt. Rebell wird irgendwann mal vielleicht mal wieder vorkommen, das weiß ich nicht. Egal. Hier ist Cliffhanger, ist ein Top-Film. Ja. Auch, wie schon gesagt, auch Emmerich sind super. Ja. Emmerich sind super. Und auch der Top-Body da hinten. Ja. Das hat sogar Wendecover, ja. Muss ich schon ablegen. Ja. Lol, schöne rote Wand. Ja, das ist in so, super Film. Wie gesagt, stimmt alles. Ist jetzt auch, können wir vielleicht auch kurz machen, weil ist ja jetzt nicht die große Story. Ja. Bodybuilding stimmt, Schauspielleistung stimmt. Ja. Da hat auch ein anderer Schauspieler mitgespielt, der super Bodybuilder ist. Stallone eben, perfekter Bodybuilder. Dann die Schauspielleistung vom Stallone, top, ja, wie immer. Landschaften perfekt, die Liebe an Natur und Berglandschaften. Und Story perfekt, ja. Action perfekt, ja. Mitreißende Aktionen perfekt, Emotionen perfekt. Also, ich finde den Film top. Und Cliffhanger kriegt ein Herzle. Da
ist, passt auch alles perfekt, Art, Musik und so, Landschaft, ewig so. Ist ein perfekter Movie, ja. Ist ein perfekter Movie, ja. Jo. Jo. Also, Spoiler-Alarm, wer den Film noch nicht gesehen hat, da geht es um Bergretter, ja. Und gut, das hat früher mal mein Berufsschullehrer da auch geredet, weil er auch so Kletterer war in die Berge, da war ja viel Extremsportarten gemacht. Und der war jetzt nicht so ein Stallone-Fan, während ich da in den 90er voll der Stallone-Fan war, weil der so seine Vorbilder kennt, da hat er Stallone auch dazu gehört. Und der hat halt gesagt, ja, so weit in den Berge oben, so halbnackt rumspringen, ist nicht real. Er sagt, ja, du guckst ja keinen Film an wegen der Realität, sondern wegen der Unterhaltung. Da haben so geführt, dass die gleiche Diskussion geht. Wenn der jetzt da unten mit einem dicken Pulli rumgerannt wäre, dann hättest du den Muskel nicht gesehen, dann hätte der andere geschrien, was ist denn das für ein Film und so. Aber ich finde den Film super, ich finde den Film krass. Ja. Und auch die Emotionen, wo es so traurig war, da haben sie so eine halswage Aktion gehabt, ist er so eingerissen und dort die Freundin an der Hand gehabt, von seinem Kumpel und ist dann abgestürzt. Ja. Und so baut sich die Handlung auf, da kommen Terroristen, gegen die muss er in die Berge kämpfen. Also eiskalte Action, wozu Stallone auch sehr bekannt ist. Ja, und das war eigentlich schon die ganze Handlung. Weil er genauere Sachen aus dem Film erfahren will, muss ich den Film angucken. Man sieht ja schon echte Berg-Action. Ich muss gleich über den Nieser, hey. Ach, ja, mit WhatsApp ist ja das wie früher bei der Formel 1, wenn hast du mal sonntags weggewählt und hast gerne mal Formel 1 geguckt, hast du auf VHS-Kassette aufgenommen, was im Fernseher kommt und hast nicht gewusst, wer gewonnen hat, dann bist du im Auto gefahren. Ja, dann bist du an der Tankstelle, hat einer geschrien, ja, der Michael Schumacher hat gewonnen, yeah. Oder hast Radio auch gemacht, Michael Schumacher, erster Platz. So, hast du gedacht, Mist, das wäre spannender, wenn nicht weißt, wer gewinnt. Aber musst du hast ja Renner angucken, weil du hast ja nicht gewusst, wie er genau gewonnen hat. Aber wäre es halt schöner gewesen, wenn du es nicht erfahren hättest, wer gewonnen hätte. Weil früher hat immer der Michael Schumacher gewonnen, manchmal jemand anders. Aber es war halt trotzdem spannend, weil eigentlich warst du auf der Seite vom Schumacher und also ist das halt mit WhatsApp, du guckst dir die Sache nicht an. Gut, gestern habe ich nur alle Sachen angeguckt, das war schon wieder ein Fehler. Also, sobald ich was angucke, da will ich auch darauf reagieren. Weil ich nicht mehr reagieren will, darf man gar nichts angucken. Jetzt bin ich heute vom Fitnessstudio rausgekommen, da hat mir ein Kumpel über YouTube eine Nachricht geschickt. Ja, da hat jetzt auch nicht gewusst, welcher YouTuber möchte meine Leistung nur schlecht der hat gesagt, ja, im Training nur schwätzen und nicht trainieren. Und hab gedacht, wie will denn der das wissen? Der ist ja gar nicht dabei, wenn ich im Fitnessstudio bin. Ja. Aber wer die Person auch ist, kann gerne zu mir kommen. Ja. Und kann mit mir dann im Fitnessstudio trainieren. Und da sieht er ja, dass da nicht geschwätzt wird, sondern halt, da wurde halt knallhart durchtrainiert. Und dann, ja, wer so, wer es auch immer ist, kann er mitmachen mal. So. Also, wie schon gesagt, heute war ein Lügner, der stand dazu. Ja, man kann ja nur einen Fehler verändern, wenn man einen Fehler erkennt. Ja, einen Fehler erkennt, Fehler, ja, gut, den Fehler habe ich jetzt schon eingestellt. Aber steht zu einem Fehler, dass ich halt ja, das mache, was mir Spaß macht. Ich gehe nicht in die Stadt, weil ich einfach, ja, ich trinke jetzt ein bisschen was Gäse, trinke Proteine und guck mal halt was Nettes an. Auf jeden Fall, der Film Cliffhanger hat herzlich verdient, so, super Film und ist halt einfach ein Klassiker, ein Dauerbrenner, wie viele Stallone-Filme. Und ja, der Film ist auch magisch und so weiter. Also auch Filme, wo angebliche Flops sind, kann ich gar nicht verstanden, aber für Top finde ich super. Die Leute waren da enttäuscht, dass du meistens ums Armdruck gegangen ist und nicht um andere Action, obwohl da auch Action geflogen ist ohne Ende. LKW-Stunts und Leute umeinander geschlagen ist auch stellerweise passiert. Nicht so oft wie in anderen Stallone-Filmen, aber es war ja mehr ein Familienfilm, der uns eigentlich zu Tränen rührt. Terry Funk spielt auch mit bei Over the Top. Ja,
Und Stallone natürlich als Hauptdarsteller und die rührende Geschichte mit seinem Sohn fand ich super. Können wir irgendwann anders mal drüber schwätzen. Dass der auch für Top und Flop sei gewesen war, fand ich traurig. Ich habe den gefeiert. Und Cliffhanger freue ich auch, deswegen hat er zu Herzen gekriegt. Und ja, bis die Tage, Freunde.